Heute geht es um Hundeerziehung mit dir, unserer Hundetrainerin. Genau. Und zwar, du hast gerade schon angedeutet, es gibt ja oftmals so dieses Alpha-Verhalten, Alpha-Dominanz-Verhalten. Ja. Und du hast gerade erwähnt, dass es immer noch in vielen, vielen Köpfen ist, dass es so zu sein hat mit den Hunden, dass ich ihm klar machen muss, wer der Chef ist. Ja, also tatsächlich hält sich das sehr, sehr hartnäckig. Ich finde das total faszinierend. Was dahinter steckt, ist, dass man früher gesagt hat, man hat halt Wölfe in Gefangenschaft beobachtet und da gibt es so eine sehr lineare Struktur in den Gruppen, die es da gibt. Aber das liegt einfach daran, dass die halt in Gefangenschaft waren und nicht abwandern können. Das wäre der Vergleich, wäre ähnlich, wie wenn wir das Sozialverhalten von Menschen in Gefängnissen uns anschauen würden, was ja einfach auch ein anderes ist als Menschen, die halt in Freiheit leben. Mhm. Ja, die Wölfe können nicht abwandern und die müssen sich irgendwie miteinander arrangieren. Genau. Und da gibt es dann schon eine relativ rigide Hackordnung. Das ist eigentlich so riesig, das Thema. Es wird dann ja auch immer gesagt, du musst der Rudelführer sein. Und darauf erwidere ich eigentlich immer, naja, also ein Rudel sind miteinander verwandte Tiere. Hast du deinen Hund zur Welt gebracht? Ich glaube, nein. Also ein Rudel ist immer ein Familienverband und die Alpha-Tiere sind einfach die Elterntiere, die ihre Familien ähnlich führen und leiten, wie wir das eigentlich in unseren Familienstrukturen auch machen. Sehr liebevoll, mit einer liebevollen Konsequenz, aber da wird nicht die ganze Zeit gekämpft, dass irgendwer dann oben sein möchte und der nächste Rudelführer sein möchte. Das wird ja auch gar keinen Sinn machen, die Wölfe könnten ja gar nicht mehr jagen gehen, wenn die sich die ganze Zeit bekämpfen würden. Ja. Ja, also das macht. Deswegen heißt dein Buch auch, wir sind ein Team. Ja. Ich bin ein Rudelführer. Genau, genau. Und es ist tatsächlich schon seit Jahrzehnten widerlegt, dass es so ist. Und wenn wir uns Straßenhunde anschauen, da ist es halt auch nicht so. Die leben in losen Gruppen zusammen und auch da haben wir diese rigide Form nicht. Und was ich halt immer so erschreckend finde, ist, dass es halt ins Hundetraining übertragen wird und dann teilweise Ausmaße annimmt, die für mich, also ich finde das wirklich schlimm. Und ich habe uns mal einen kleinen Film dazu mitgebracht, was da alles so passiert, wie Menschen dann mit ihren Hunden umgehen. Genau. Ich möchte dazu sagen, ich habe mit einem Stoffhund gedreht. Also ich möchte nicht, dass so mit irgendeinem Hund umgegangen wird. Okay. Das ist Blackie, der Stoffhund. Und das Erste, was immer gesagt wird, ist, Hunde dürfen auf gar keinen Fall vor uns durch die Tür gehen. Und das wird oft ähnlich durchgesetzt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Der Hund wird nach hinten getreten, der wird nach hinten geschoben. Dann wird oft gesagt, er darf nur hinter einem spazieren gehen. Und das wird auch genauso geübt, wie ich es hier zeige. Also die werden wirklich mit dem Bein nach hinten gedrängt, immer wieder abgedrängt, immer wieder zurückgetreten. Wenn ein Hund einen Menschen anknurrt, wenn es ums Futter geht, wird er oft im Nacken gepackt, angebrüllt. Hunde sollen einem immer aus dem Weg gehen, wenn die irgendwo rumstehen. Der Blackie fällt da schon um vor Schreck. Also das sind alles so Gedankenkonstrukte, die übertragen werden ins Hundetraining und was gar keinen Sinn macht. Also was wirklich keinen Sinn macht. Und mich macht das so traurig und betroffen, weil viele Hunde darunter wirklich sehr, sehr leiden. Und es gibt noch Trainer, die das so trainieren? Das ist ja schlimm. Ja. Wie macht man es besser? Also ich versuche ja immer mit meinem Hund fair umzugehen und ihm alles zu erklären, was ich in meinem Leben haben möchte. Und wenn ich als allererstes schon mal im Kopf habe, dass mein Hund ein Familienmitglied ist oder ein Freund und jemand, auf den ich Acht geben sollte und dem ich unser menschliches Leben ja auch erklären muss, weil vieles, was wir so machen, ist für unsere Hunde ja ziemlicher Blödsinn, dann können wir uns einfach mal überlegen, okay, welche Probleme können denn auftauchen oder wie kann ich das dann besser trainieren? Mir ist immer wichtig, dem Hund zu erklären, was er tun soll, anstatt dass ich ihm immer irgendwas verbiete oder meine, ich muss ihn begrenzen. Und dazu habe ich auch einen kleinen Film mitgebracht zu so den typischen Sachen, wo man mal so in einer kurzen Zusammenfassung zeigen kann, wie man einfach bestimmte Dinge anders lösen kann. Schauen wir uns mal an. Wenn ich rausgehe, darf mein Hund immer vor mir gehen. Also es ist Juno, mein Herdenschutzhund. Ich schaue halt vorher, ob der Weg frei ist. Dann mache ich die Tür auf und dann darf der halt einfach rausgehen. Und dann gehen wir gemeinsam los. Der muss nicht hinter mir durch die Tür gehen. Das macht nur Sinn, wenn ich direkt an der Hauptstraße wohne. Wenn ich dann spazieren gehe, habe ich persönlich immer eine mindestens 3 Meter Leine dabei und mein Hund darf laufen, wo er will und wie schnell er will. Also sollte mich jetzt nicht durchs Chiemgau schleifen, aber
darf schnüffeln und darf sich alles anschauen. Wenn ein Hund sein Futter nicht abgeben möchte, dann übe ich das. Ich tausche das ein. Ich erkläre ihm, es macht Sinn, das abzugeben. Und wenn ich meinem Hund beibringen möchte, dass, also ich persönlich genieße das ja, mit meinen Hunden auf der Couch zu liegen, aber wenn ich das vielleicht nur in bestimmten Momenten möchte oder meinem Hund beibringen möchte, er soll das nur, wenn ich sage, es ist okay, dann lege ich halt immer eine bestimmte Decke auf die Couch, dann lade ich meinen Hund ein, auf die Couch zu gehen, und wenn ich diese Decke wieder wegräume, ist klar, dass die Couch für die Zeit tabu ist. Das sind einfach so kleine Trainingsansätze, mit denen man Probleme umgehen kann. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der wirklich Aggressionspotenzial hat, und da greift ganz oft so dieses Ding, ah, das ist, weil du nicht der Rudelführer bist, dann muss ich einfach gucken, warum hat mein Hund das Problem? Ist das ein Ressourcenverteidiger? Also oft geht es einfach um Ressourcen. Ja, dass er sein Spielzeug verteidigt, dass er vielleicht auch die Couch verteidigt. Und dann bin ich die Letzte, die sagt, lass den auf der Couch liegen und dich anknurren. Das geht natürlich nicht. Aber ich schmeiß ihn da nicht runter, sondern ich gehe erstmal aus der Situation raus, deeskaliere, weil, seien wir mal ehrlich, im Notfall gewinnt unser Hund. Also wenn er es wirklich ernst meint und ich einen großen Hund habe, habe ich kaum eine Chance. Das heißt, ich gehe deeskalierend raus, versuche ihn irgendwie runterzulocken, diese Situation aufzulösen, und dann überlege ich mir, warum er das gemacht hat. Und dann muss ich halt an diesem Problem arbeiten und meinem Hund ordentlich erklären, okay, ab jetzt ist die Couch tabu, aber das kann ich eben auch freundlich machen. Okay, ja, spannend. Und gerade beim Futter, also beim Futter, das ist ja so ein... Futter ist auch so ein Ding, die meisten züchten sich eine Futteraggression ran, weil die andauernd ihren Hunden das Futter wegnehmen, weil ich muss ja Alpha sein, der seinem Hund immer das Futter wegnimmt. Und das ist ein totaler Blödsinn. Jeder Hund hat das Recht, sein Futter vor einem anderen Hund zu verteidigen. Und wenn ich dem das immer wieder, also wenn ich mir vorstelle, ich bin relativ futteraggressiv, wenn mir jemand versucht, mein Essen wegzunehmen, so spätestens beim zweiten Mal habe ich die Gabel da schon, so wag es. Und da ist es doch viel besser, den Hund in Ruhe essen zu lassen. Und wenn ich dann wirklich denke, dass der draußen Giftköder vielleicht aufnehmen kann oder so, dann bringe ich meinem Hund halt einfach bei, dass es sich total lohnt, wenn ich sage, gib's mir, dass er mir alles in die Hand gibt, weil er weiß, er kann mir vertrauen. Er kriegt dafür was Äquivalentes, und ich mache das nicht nur, um ihn zu schikanieren oder zu dominieren. Ja. Also das macht gar keinen Sinn, und es ist ein viel faireres und freundliches Training, und ich kriege auch viel weniger Probleme. Also die Hunde, die ich ins Training kriege, die wirklich ein Aggressionsproblem haben, das sind meistens die, mit denen so umgegangen wurde. Die wurden so durch die Gegend geschubst. Mein Juno. Der ist in eine Kammer gesperrt worden, weil die Menschen sich nicht mehr getraut haben, mit diesem Hund umzugehen, weil er seine eigenen Leute angegangen ist. Krass. Weil die ihn halt nur durch die Gegend gezerrt haben, rumgeruckt haben, und das ist halt beim Herdenschutzhund kein guter Plan. Der sagt halt irgendwann, das möchte ich nicht mehr mit mir machen lassen. Und zu Recht, wie ich finde. Hast du noch einen guten Konter, wenn es einer vermeintlich besser weiß und sagt, du musst jetzt aber hier dominant sein und musst deinem Hund zeigen, wo es lang geht? Nein, ich muss gar nichts. Also ich diskutiere mit solchen Menschen gar nicht mehr. Ich habe neulich auch einen getroffen, der mir erzählt hat, am Brustgeschirr kann kein Hund an lockerer Leine gehen. Und ich habe die Leine wirklich so in der Hand gehabt und gesagt, geht schon. Geht schon, ist eine Trainingssache. Ich atme mich da mittlerweile durch und gehe nicht mehr wirklich so viel in die Diskussion rein. Diese und viele, viele weitere Tipps auf unserer Internetseite und natürlich auch in deinem Buch. Wir sind ein Team im BR-Shop, im Buchhandel erhältlich. Lohnt sich auf jeden Fall für alle Hunde- und Menschenteams. Ja. Gell? Schön. Vielen Dank für die Tipps. Also ich glaube, das war für viele wirklich so ein Aha-Moment, selbst wenn man keinen Hund hat. Ich hoffe sehr. Weil das hat sich irgendwie gefühlt, hält sich das. Da hast du total recht. Also zur Not, es gibt tolle Bücher über Streunerhunde. Und da kann man auch noch mal richtig gut das richtige Sozialleben von Hunden. Hunde sind die haben so eine große soziale Struktur, dass wir da, glaube ich, das immer ganz viel noch gar nicht wissen. Und das geht nicht einfach nur mit, ich mach dich fertig. Danke für diesen kurzen Einblick. Lass mal rüberziehen zu Diana.